Herzlich willkommen zu anderen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und folgt mir da natürlich auch, um keine weiteren Streams dazu zu verpassen. Und wie ich es ja auch gestern schon im Video angesprochen habe, ist jetzt der Countdown tatsächlich da. Das heißt, in 6 Tagen, 10 Stunden und 36 Minuten wird das Live-Event beginnen. Viele Leute sagen ja, dass es angeblich 20 Uhr ist, aber logischerweise, wenn es jetzt 9.30 Uhr ist und das dann in 10 Stunden und 35 Minuten ist, dann muss es ja um 20.05 Uhr sein. Ich weiß, warum viele Leute so lost sind, aber laut dem Countdown ist es auf jeden Fall 20.05 Uhr und das Ganze eben halt am nächsten Samstag werde ich auch nochmal in den nächsten Videos erwähnen, damit es wirklich jeder weiß. Dort werden natürlich auch das Ganze auf Twitch Livestream, ist natürlich klar. Mal schauen, wann ich dann den Livestream anmache. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings als erstes mal den Itemshop an. Und dort haben wir heute den Fischstäbchen-Skin tatsächlich mal wieder drin. Ich glaube, der war schon seit 150 Tagen oder so nicht hier im Shop. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Hat ja tatsächlich auch eine relativ große Beliebtheit seit Season 7 gewonnen. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Skin. Die Stile kann ich jetzt ja leider nicht zeigen, wenn man den Skin selbst hat. Aber dafür kann ich euch die dann hier im Schwind zeigen. Da haben wir einmal den Standard-Stil, dann den Piraten-Stil, den VR Skin und den World Cup Stil dann noch. Im Prinzip immer nach Seasons kamen ja die neuen Stile rein. Der kam Season 8, der Season 9 und der dann in Season X bzw. Season 10 rein. Ist auf jeden Fall ganz nice. Für, 4 verschiedene Stile für einen blauen Skin. Vollkommen in Ordnung. Und mittlerweile wird er auch nicht mehr so häufig gespielt. Das heißt, es ist auch ein etwas besonderer Skin. Dazu gibt es dann noch die frischen Fische, die sind jetzt erst in dieser Season tatsächlich hinzugefügt worden. Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich jetzt auch erst das erste Mal im Shop sind. Dazu gibt es dann noch die Stiefelstange als Spitzhacke und dann noch die fliegende Korallen. Als nächstes haben wir dann noch den Zero-Skin, dazu dann die Nullpunkt-Lackierung, dann haben wir als nächstes die Einsatzleiterin. Hier haben wir auch mehrere Stile, einmal nämlich den Standard-Stil und dann den Stil ohne Kopfbedeckung und ohne Maske und dann noch den Farbenstil, also einmal in der blauen Farbe und dann noch im grünen Stil. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dazu gibt es dann noch den Signalknoten Backpack. Hier ist das Besondere, dass das die Farbe ändert, abhängig vom Schaden, den man an Gegnern verursacht. Ist auf jeden Fall auch ein ganz nice Backpack. Als nächstes haben wir dann noch den Durch die Decke-Emote. Dann den Auferweckt-Emote. Dann als nächstes haben wir noch die Taktikoffizierin. Dann die Überlebenskünstlerin. Und dann noch das den langsamen Klatschen-Emote. Als nächstes haben wir dann natürlich noch die ganzen Sonderangebote. Hier haben wir einmal das Ninja-Paket und dann können wir natürlich hier nochmal alle Items einzeln kaufen. Fürs Ninja-Paket muss man im Prinzip nur 500 V-Bucks auf den normalen Ninja-Skin zusätzlich bezahlen und bekommt dann halt 2 Items kostenlos im Prinzip. Wobei der Rabatt jetzt auch nicht so extrem ist. Hier haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, einmal den Ninja-Skin, bestehend aus 4 verschiedenen Stilen. Einmal dem Standard-Stil, dann dem Stil mit Maske, dann noch dem Raven-Stil und dann noch dem reaktiven Stil. Ich glaube, hier ändert sich diese Kopfbandlänge abhängig vom Schaden, den man macht oder so. Weiß ich aber nicht ganz genau, was hier genau reaktiv ist. Dann haben wir noch die Zwillingskatanas dazu und dann noch den Ninja-Stil-Emote. Das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.